Jo Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Ja, um spannend zu machen, haben wir genau an so einem komischen Punkt aufgehört. Jetzt haben wir die Gravit. Wisst ihr was, ist jetzt selber so. Wir haben auf jeden Fall nicht ewig Zeit und wo müssen wir hin? Okay, da rein. So, jetzt ist der Aufzug dazu Sehr auch. gut, Isaac. Die Jetzt können wir da Zentrifuge und runter. der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Keine Ahnung, wie viel Zeit ich noch habe, Mann. Wow, fuck! Ja, genau. Leck mich. Wo starten wir jetzt? Okay, da. Okay, die sind fair. Ich habe jetzt Zentrifuge gedacht, von der aktiviert. letzten Speicherstation. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Ja, genau. Ich hab gedacht. Okay, warte, warte, warte. Okay, machen wir so. Okay, warte. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder Ach so, aufgebaut. deswegen wollte ich. Gravitation Ja. wiederhergestellt. Eintritt Aufzug. ins Vakuum. So. Ja, jetzt lasse ich dich zuerst. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. So, okay, das. Nein, du Fucker, du Fucker, du Fucker. Shit, da rechts. Ja, die Plasma-Energie ist mir jetzt egal. So. Nein, das war zu spät. Der macht mich platt. Ja, wart noch kurz. Sag mal, muss ich da mal im Kreis laufen oder was? Jetzt fahren. Obwohl. Warte, warte, warte. So, okay. So geht's auch, ne? Achso, der ist eh da unten, okay. Medipack klein. Boah, was ist? Jetzt ist schon wieder so ein komisches Ding. Okay, jetzt geht's wieder. Schön. Cut, okay. Luftkanister. Achso, haha, das ist auf Standby. Stimmt, Ende des das wäre auch Vakuums. ziemlich doof, wenn ich jetzt speichern könnte. Mittendrin, wenn ich gerade in so einem Ding bin, wo es um Leben und Tod geht. Okay. So, dann gehen wir wieder zurück. Unsere nächste Mission lautet nämlich. Oh, Scheiße! Fuck was this? Hä? Denke ich mal, ja, irgend so ein Riesendinger ist da. Also, okay, gut. Scheiß drauf. Solange wir noch leben und ja, okay. So, also ich wollte gerade unsere Mission schauen. Und so, als ob ich je, wenn ich jedes Mal unser Missionsmenü aufmache, kommt irgendwas. Ich mache das jetzt nicht mehr auf. Ich habe es zwar noch immer nicht gelesen, aber ich mache es jetzt nicht mehr auf. So, da, gehen wir da durch. So, was ist? Aha, hallo, warte kurz, dann baue ich da jetzt direkt hinterher. Depper da. So, Freunde. Was Inventar voll? Das gibt's ja nicht. Das ist das Falsche. So.
Was kann ich loswerden? Moment, wie sieht's aus? Ja, okay, Medipack. Was? Luftkanister brauche ich eigentlich nicht so. So lasse ich das jetzt einfach mal so. Nein! Ist okay, ich entferne es da hinten in der Ecke. Aber ich finde es geil, dass er das automatisch direkt so sortiert und nicht da. Okay. So, nächster Versuch. Ich tue das hier raus. So, jetzt gehe ich zurück. Und heb das da auf und rüst auch gleich die Waffe da aus, damit ich auch das da direkt verbrauche. Okay. So. Ab in den Aufzug. Ich sag. Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Erst aber ich muss sagen, die Idee, dass man Videos, so Videologs schauen kann, während man rumgehen kann und so, das ist echt eine Hammer-Idee. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja. Okay, und wohin jetzt genau? Entschuldigung. Boah, die Zeit läuft ja schon, was? Aha. Okay, das heißt, mal so ein Zickzack-Sprung. Ja, schleich dich. Wie das so dreist auf uns drauf hüpft, ne? Ja, egal, ich habe jetzt keine Zeit für das. Wohin jetzt? Da nach hinten, okay. Ende der Schwerelosigkeit. Okay. Schaffst du es? Ende des Vakuums. Hey, super. Was geht ab hier? So, okay, wir sollten dringend mal was einlagern. Also ich habe jetzt absichtlich die ganze Zeit nichts geredet, weil es einfach viel zu laut war. Ihr hättet mich unmöglich hören können. Keine Ahnung. Was ist das für eine Scheiße? Schaut aus. Egal. Gut, okay. Ja, super gemacht, Teach. Du darfst genau in die andere Richtung. Pitsche-Patsche. Ja. So, wo war das? Hier zum Aufzug, ne? Okay. Direkt hier wieder? Nein. Da, in diesen Raum. Aber da liegt wer rum. Ich bin gespannt, wer das ist. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an, kurz. Nicht schon wieder.
Ja, geh runter, geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Okay. In dem Spiel wird man auch paranoid. Plasma Energie. Okidoki, ich schätze mal. Achso, das Geräusch kommt eh von da, wo wir jetzt hinwollen, oder? Mann, was hier die Türen für Fehler haben, ne? Boah, und so viele Gegner und niemand gibt irgendwas her. Danke, sehr nett Spiel. Aber eine Speicherstation zumindest, ne? Wo wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen absichern können. Boah, schon über 2 Stunden spielen wir das, mir kommt das gar nicht so vor irgendwie. Das ist verschlossen, aber da müssen wir auch gar nicht hin, denn wir müssen genau in die gegenüberliegende Seite, okay. Ich weiß ganz genau, dass da noch einer ist, aber jetzt packe ich mal mein Lieblingsspielzeug aus. Oh yeah! Wenn das Ding nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Schildfahr. So, 4 Schuss haben wir von dem Ding noch. Was gibt's hier Schönes? Hier gibt's Strahlmunition, jetzt haben wir 6. So. Was ist hier? Da müssen wir eh hin, ne? Alter. Alter, da kommt das. Okay, langsam wird's knapp. Von dem haben wir fast keine Munition mehr. Nur noch 2 Schüsse, das ist gar nichts. Mein Gott, aber das fette Ding erst, habt ihr... Gott. Na, Scheiße, Mann. Das Spiel ist... Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Ja, ich warte. Nein, ich hab... Wie gesagt, wir haben fast keinen Schuss mehr, Mann. Ja, komm, 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 komm. Okay, okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Boy, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Fickt euch, fickt euch, scheiße. Hat niemand Munition ergeben? Boah, ja okay, das war klar, dass wir sterben. Boah, wie viel da ankommen? So 6 auf einmal oder was weiß ich was da.
Meine Güte, scheiße, okay. Ja, 12 Schuss, oh mein Gott. Was haben wir noch gemacht? Warte, wir können auf jeden Fall mal das verwenden, dass wir öfters das so machen können, ne? Dann können wir ein kleines Medipack nehmen. Du Wecker stimmt eh schon wieder nicht. So. So, ein paar Minuten noch. Einmal möchte ich das gerne noch ein bisschen versuchen mit euch. Also einmal versuchen wir den Charakter noch. So. So wenige Schüsse wie nur möglich. Okay. Wenn man es versucht, dann wird das nichts. Ja, was geht mit dir, Mann? So. Da. Und dies. Scheiße. Boah, drei Dinger. Soll ich dafür einen Schuss verschwenden? Ich weiß nicht. Ja, genau. Wegen dir. Warte, bitte. So. Okay. So, kleiner Zwischenstand, wir haben jetzt 5 Schuss von dem. Echt krass. Gibt irgendwer was her? Halbleiter Gold? Ja, was ist das? Warte, wir haben noch gar nicht in den Schrank da geschaut. Da könnte auch was drin sein. Eventuell. Plasma Energie 6. Okay. Boah, wie wir uns hier wirklich alles zusammensuchen müssen, dass wir noch irgendwie weiterkommen, ne? Ja, ich habe an einer Kackstelle gespeichert, auf jeden Fall. Was ist hier drin? Ein Energieknoten, sehr schön. So. Da. Noch Plasma-Energie. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mal wieder über 10 Schuss von dem. Da ist auch was. Ja, das hat einen Sinn. Komm. Strahlenmunition, oh baby, ja. Gut. So. Dann würde ich mal sagen, let's get ready to rumble. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Warum kommen die nochmal da, oder? Bereit. Bitte Zündung bestätigen. Ich bestätige jetzt einen Scheiß. Kaputt. So, wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Alles klar, hä? Okay. Boah, Leute, ich stehe unter Stress, ich sag's euch. So, okay. Ist alles cool? Okay. Passt. Ja, bestätigen. Und was? Kommt jetzt noch eine Welle oder was? Antriebe werden gezündet. Okay. Okay, Leute, Aufgabe erfüllt. Wir sind fertig, auf jeden Fall. So, gehen wir hier raus und schnell. Was? Aha, okay. So, raus hier. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten.
Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Biostadtgerät. Warte, wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreißen. Verdammt! Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Ja, ihr habt gehört, was wir machen in der nächsten Session. Der ich ja für heute auf. Das da gerade eben hat mich echt so fertig gemacht. Oh Mann. Na gut, auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Auf jeden Fall hoffe ich halt. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Ich bin schon im nächsten Mal. Ich bin so durcheinander erst. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann. Tschüssi.